Gut, das hätten wir dann auch. Dann hören wir uns nochmal das Tagebuch an. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals waren wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Ja, aber was erhofft ihr euch? Den ultimativen Menschen? Meine Güte. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Alles klar. Hier sind doch alle durchgedreht. Ja, ernsthaft? Hier ist noch ein Tagebuch. Ich bin schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Alter, Leute, was ist denn falsch mit euch? Noch ein Tagebuch. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Alter. Es ist... Alter! So, dein Job. Oh, hier geht's nicht lang. Ah. Wir hacken mal zwischendurch hier ein paar Sachen durch rum und dann. Das hat ja nur Vorteile für uns. Kostet dann nicht ganz so viel, wenn wir uns hier heilen müssen. So. Wo haben wir denn? Da ist noch einer. Mal sonst noch irgendwie. Der kommt dahin, den dahin und das dahin. So. Zack. Ja. Hi. Da hast du dein Picknick. Ist mit der alten Bratze hier? Ah, schon tot. Auch tot. So, haben wir hier ein bisschen aufgeräumt zwischendurch. Sehr schön. Ist noch ein Aschenbecher, wo nichts drin ist. Moment. Was? Ich muss mich zwischendurch immer mal so ein bisschen räuspern und ein bisschen leicht husten. Bin ein bisschen verschnupft. In letzter Zeit. So, was haben wir hier? Ja, lassen Sie uns gute Munition kaufen. So, wir haben im Angebot eine Pistolenkugel für... Sechserpack für $25 oder den Nulles Rotmunition. Entschuldigung.
38er Patronen für die Pistole sind verlässlich, wenn es darum geht, fast allen Zielen Schaden zuzufügen. Okay. Die Standardschrot für die Schrotflinte. Dieser Standardschrot kann auf kurze Distanzen verheerende Schäden verursachen. Ja. Dann haben wir noch MG-Patronen. 45er Patronen für das Maschinengewehr. Sie sind genau das Richtige, wenn es darum geht, Gegner zu perforieren. Dann haben wir noch die panzerbrechende 38er Patronen für die Pistole. Diese Projektile sind ganz besonders effizient gegen metallene oder gepanzerte Ziele wie Geschütze, Sicherheitsbots oder Big Daddies. Antipersonenpatronen für das Maschinengewehr. Diese Patronen wurden speziell dafür hergestellt, ungepanzerte Ziele wie Splicer zu neutralisieren. Okay. Ich werde das ganze Ding hacken, um ein... Genau, um die Preise zu reduzieren und eventuell neue Objekte freizuschalten. Ja, das wird ja jetzt ein Spaß. Oh, hier geht's nicht weiter. So. So. Alter, ich hab den doch dahin gezogen. So, jetzt. Zack. So. Und so. So, den da oben hin, den da hin. Oh. Verdammt. So. Jetzt passt es aber. Tada! Ja, wunderbar. Ich brauche zurzeit aber, glaube ich, gar nichts. Vielleicht hier mal so ein... Nehmen wir mal einmal mit. Kann ja nicht schaden. Ah, bitte gerne! So. Noch Tagebuch. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Ich hack mal zwischendurch immer so ein paar Sachen. Bitte nicht wundern. Da. Hilfe, 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 ich bin nicht so schnell. Den dahin. Den dahin. Den dahin. Den dahin. Den dahin. Den dahin. Und den dahin. So. Cheshire Wodka. Eine Flasche Wodka steht zwar eine kleine Menge Gesundheit wieder her, entzieht aber auch eine kleine Menge Eve. Du hast gar nichts. Okay. Verbandskasten haben wir genug. Eve-Spritzen könnten wir ein paar gebrauchen. Pistolenkugeln haben wir eben gekauft. Hier haben wir noch mal ein bisschen Munition. Das war's ja auch schon. Ja, genau. So. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Keine Ahnung. Sag's mir. So, haben wir hier was? Nein. Ja, lass mich doch mal. Durch. Ah, du verfügst über Spezialmunition. Benutze rechtes Mausrad, ja. Genau, benutze das rechte von deinem linken Mausrad und drücke B, um die Munitionsart zu wechseln. Wähle die richtige Munition für den jeweiligen Gegner. Okay, wir können einmal so wechseln oder wir können einmal mit dem Mausrad. Lalala. Brauchen wir jetzt aber nicht. So, ist leer, ist auch leer. Der dampft vor sich hin, gibt bald einen Geist auf. So wie mein Bot, der irgendwo zerstört in der Gegend rumliegt. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss jetzt... Aha. Ich muss... Da war ich.
Die habe ich schon. Habe ich den schon? Den habe ich noch nicht gehackt. Den hacke ich auch mal. Einfach nur aus rein praktischen Gründen. So, den hier unten hin. Da. So. So. Das sieht auch hervorragend aus, was wir hier machen. Den hier und den hier. Sehr schön. Jetzt kostet das Heilen auch nur noch 10 Dollar. Genau. Einmal Eve aufladen. Da geht's noch nicht hin. Da haben wir schon. Wo geht's denn hier hin? Alter! Okay. Hilfe! Hat er sich gerade selbst in die Luft gejagt? Okay, schade, ist nichts drin. Alter, was war das denn? Okay. Ja, ist das jetzt der neue Modetrend? Eternal Flame. Sollen wir hier schon sein? In liebender Erinnerung, Winston Hoffner. Das kennen wir schon. Bisschen Kaffee. Kaffee ist immer gut. Schade, Kasse ist leer. Was denn hier? Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Du willst Menschen in Quaderform bringen? Alter, wie ekelhaft sieht das denn aus? Was ist denn hier? Leider nix. Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Da oben ist eine. Warte mal, wir hatten eine Spezialkugel. Mal sehen, ob wir die ausgeschaltet haben. Ja. Ach, komm schon. Okay, jetzt haben wir da nichts mehr. Erledigt. Okay, die Leiche hat nichts. Ofensteuerung. Delight? Ach, geil! Das kenne ich noch gar nicht! Neues Tonikum! Hackers Delight! Mit Hackers Delight wandelt ihr Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen! Du hast dein erstes Körpertonika erhalten. Körpertonika machen dich stärker und mächtiger. Sie werden gesondert von Plasmiden und anderen Tonikumtypen ausgerüstet. Geil! Jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie ein wenig Gesundheit und Eve. Her damit! Das ist ja geil! Okay, man findet also immer wieder was Neues. Auch wenn man es schon mal gespielt hat.
cool. Ah ja, da sitzt also... Ah ja, okay, da ist die Lunge, da ist... ja. Panzerbrechende Muni. Ein zerstörter Sicherheits... Eine zerstörte Sicherheitskamera. Okay. Das ist ja witzig. Haben wir hier noch was? Nein, leider nicht. Schauen wir uns hier oben um. Entschuldigung. Hi. So, hier liegt überall Öl. Okay. Bevor wir da mal reinschauen, schauen wir uns erstmal hier oben um. Ist hier noch irgendwas? Nein, 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 gar nichts. Nein, nein, da kommen wir her. Nein. Nein, ist auch leer. MG-Patronen kann man immer brauchen. So. Drücke R, um deine Waffe zu laden. Einmal. So, wo war das jetzt? Hilfe! Da hinten. Hier müssen nämlich rein. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Okay, jetzt sind wir auch noch zum Gejagten geworden. Oh, Eve. Alter! Boah! Das sieht aber gruselig aus. Little Sister. Alter! Sieht das fies aus. Ist auch nichts drin. Wir haben... Was haben wir denn? Wir haben ein Plasmid. Neues Plasmid. Abfackeln. Abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Geil. Setzt Objekte und Kreaturen in Brand. Je öfter du es einsetzt, desto mehr Schmerzen fügt es zu. Ab 12 Jahren aufwärts. Ab 12? Seid ihr wahnsinnig? Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Achtung, hochentzündlich. Na? Ihr heißen Zuckerschnuten? Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Erreichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Hier ist noch etwas. Das auch noch eben abluten. So. Und jetzt kann ich auch das machen, was ich beim letzten Mal total verpasst habe. Ich habe nämlich einen Raum vergessen gehabt. Den können wir diesmal mitnehmen. Da. Schrot. Und zwar diesen hier. Alter. Was? Wer schießt denn hier? Und warum? Hä? Alles okay? Denn da mit ihrem Fuß. Okay. So. So, jetzt will ich erstmal in diesen Raum hinten reingehen, bevor ich das wieder vergesse. Den können wir nämlich jetzt auftauen. Geil, ne? Twilight Fields. Fleets? Fields? Weiß ich nicht. Aha. Was ist das hier? Beisetzung. Ah! Okay. Da ist leider nichts drin. Was gibt's hier? Alter! Hier, da ist ein Teddybär. Der hat auch so einen Zappelfuß.
Was ist denn los? Stop set. So. Ich bin doof.